Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir Logres verlassen und sind ein bisschen durch die Welt gestreunt. Also eigentlich nur hier, den Gebieten. Und ja, wir können jetzt erstmal zu einigen Orten zurückgehen und das werden wir verdammt nochmal ausnutzen, um einige Nebensachen zu erledigen. Bevor ich wieder in die Story reinlande und irgendwie gezwungen werde, durchgehend die Story zu spielen, bis irgendwie, weiß ich nicht, kein Ort mehr zum Besuchen übrig ist und so. So, in der Taverne gibt es was zu tun. Da gibt es bestimmt wieder Stand-up-Comedy vom Feinsten. Das ist nicht die Taverne. Wo? Was? Muss dann denn? Heiligtum. Da oben. Da oben muss ich hin. Hm. Wo geht's denn nach oben? Ich suche einen Weg nach oben. Ist hier irgendwo nach oben. Hier geht's nirgends von nach oben. Was zum Gasthaus, was? Gasthaus, Taverne. Ist das gleiche? Wo komme ich da hin? Da ist die Taverne. Boah. Bevor wir da hingehen, möchte ich noch mal gucken, was mit diesem Spiel auf sich hat hier. Wir sind irgendwann mit Bienenform, aber wir müssen ihn durch die Gegend werfen oder irgendwie sowas, ne? Müssen mal gucken, wie das geht. Vielleicht kriegt er irgendwie einen Preis oder so, was weiß ich. Jetzt weiser und erfahren als beim letzten Mal, ich das gemacht habe. Also werde ich das jetzt wohl schaffen, ne? Naja, und die Piraten, die jetzt dies habe ich natürlich an. Boah, ich hätte hier auch boah, bin ich vorhin umweg gegangen. So, Regen für wen verletzen? Na, wenn du durch einen Sprungbereich erreicht hast, um zu springen, wieso mit dem möglichst weit für jede Stufe um die Geschwindigkeit auf, je mehr schwer das weiter. Hier scheinen Leute, drückst du eine Taste genau dann, wenn sie jetzt hier reicht. Okay, machen wir mal. Okay, versuchen wir mal. Verdammt! Wir haben falsch gemacht, Mann. Ich muss während des. Ich muss ja auch schon. Richtung habe ich nicht links gedrückt. Und hüpp. So spät wie möglich nehme ich an, ne? Zeig mal, komm schon. Na, oh, komm schon. Ich will wenigstens Anfänger hier schaffen. Komm. Und hep. Das war gut, oder? Hep. Und hep. Und hep. Und hep. Komm schon, jetzt aber. Echt plus. Das gibt's nicht. Ich gebe echt alles. Oh, so, das war jetzt aber gut, oder? Komm schon. So spät wie möglich, oder? Ich weiß nicht, wann genau ich drücken muss. Ah, oh, komm schon. War schlechter als der eine? Mal ein bisschen experimentieren, ja. Ich weiß, das ist sehr spannend gerade. So, ich drücke jetzt mal. Wann muss ich hier drücken, Kollege? Ja, das hat's auf jeden Fall nicht gemacht. Nur ein Versuch, komm. Oh, Bento, streng nicht an. Mann. Kann nicht sein. Komm schon. Boom.
Warum schon? Ich tue das so perfekt wie möglich hier machen. Willst du mich verarschen? Ich mach das doch so perfekt wie möglich. Ey, das ist nicht leicht. Boah, Junge. Oh Gott. Boom. 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 Komm schon. Willst du mich verarschen? Ich gehe nicht weg, und bevor ich das nicht schaffe. Kommt nicht wahr sein, ne? Runter, runter. Wie das liegt daran, weil ich Viereck nicht so schnell drücke wie blöde oder was? Wenn ich da muss ich halt offscreen machen. Boah, leck mich am. Und davon gibt's. Davon gibt's so viele Schwierigkeitsgrade noch, ey. Wenn ich auf den Arm nehme, wie soll ich denn das schaffen? Davon gibt's noch irgendwie 5, 6 Schwierigkeitsgrade. Hey. Ja, voll die Verarscher. Ne, da mache ich auf Screen, ey, hallo. Verzweifelst du, ja, das ist genau gleich wie mit hier. Tales of Symphonia, dieses Minispiel mit Genis. Rotes Licht, grünes Licht, irgendwie sowas. Genauso dämlich. Okay. Vielleicht nicht so eine gute Idee, mit so was anstrengend hier anzufangen. Das ist auch Stand-up Comedy. その傲慢は仲間を呼んじゃ共食いしてどんどん凶暴になる特殊なやつでな。隊員は貴様もかなり手こずってるらしい。あんたたちも近づかない方が。サンビー、ヴェルヴェット。その傲慢は本能的に孤独を行っている可能性が高いな。 Keine Stand-up-Comedy? ヒッシュハンマーはって、すがすがしい傲慢じゃない。彼女ステンドアップコメディ。ヒッシュハンの半って何よ。関わり合いたくないが、関わってしまうやもしれぬ。そういう悩ましさの表現じゃよ。うん。孤独を重ねているなら、かなりの強敵だろうな。そいつをベルベットが食らえば、強い力を得ることができるかもしれん。けど危険だよ。 Boink. Leck mich am. Was macht ihr eigentlich, ey? Wie geht hier hin und tut verdammt nochmal hier nicht versagen. So. Zerfleisch noch Stern. So, was ist das Schwächste, was wir noch haben? Königin der Meere, Mananrev, Tempel von Palamedes. So eine Menge hier, was zum Teufel war das? Wer tut die Rohre? Um 22, um 9, um 10:30 hier. Verdammt nochmal hier reparieren. Großer Esser, ah. Wenn man so eine Quest, gut, dann vergesse ich das auch nicht. Das machen wir aber noch nicht jetzt, dann machen wir im nächsten Part vielleicht. Schamballon. Oh, hier gibt es was Dingen. Ah, okay. Boah, da wird wahrscheinlich wieder voll nervig. So, zeig mal. Ah, Zielzeit, geil.
Hier, wenn wir dadurch wieder ein neues Geobot bekommen, dann boah. Gerne. Ja, krieg ich ja locker. Hier vielleicht nicht, aber mindestens mal. Ich krieg da jetzt schon. Nee. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Ey. Boah. Euer Rekord, ja toll, super. Ja, durfte ja nicht beim ersten Versuch hier klappen, ne? Machen wir den jetzt. Meine Flagge, verdammt. Mein Fehler, hatte ich nicht noch gerade eine. Boah. Schon wieder beinahe gemacht. Dann bitte gib mir ein neues Geoboard davon. Boah, ich wollte das Ding einsammeln. Ja, das ist eine Minispielschwierigkeit, mit der ich es aufnehmen kann. Nicht so was wie Info, weil auf Anfänger noch nicht möglich ist. Ja. Meine Brille, damit das auf dem allem stehenden Gewiss. War für mich irgendwann, ne? Verdammt. Sag mir nicht, ich kann nur ein einziges Dingens hier in der Zeit bekommen. Verdammt. Ja. Ja. Die kenne ich. Wieder mal neue Geoboards. Ich habe bis jetzt nur ein einziges. Also ich habe zwei, aber eins bekommen bisher. So. Also noch ein Minispiel. Machen wir das mal. Guck mal, was da ist. Im Schamballon, ne? Aber mal schauen. Das klingt wie. Ja. Warum Schamballon 2 spielen? Verstehen die, was ist Schamballon 1? Leute. Gut, okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir nicht fertig. Wir müssen nach. Sag mal, einen Angriff. Hier ist das nächste Viech, was wir erledigen müssen. Das ist auch ein Minispiel. Kann man da angeln? Da kann man angeln, ne? Wir sind jetzt voll im Nebenquest-Modus, ne? Machen wir mal. Ging das nochmal? Eigentlich irgendeinen Sinn, das zu machen. Mal davon irgendwas Bestimmtes. Ich glaube nicht, ne? Ja, bringt das irgendwas? Ich verstehe nicht. Ist einfach nur dazu da, irgendwie Tails-Münzen einzutauschen. Muss mir jemand erklären. Ich versuche offscreen mal ein paar Sachen zu machen. Hier, da ist das Ding. Von euch habe ich glaube ich noch nicht alle Sachen, ne? Aber sehe ich jetzt natürlich wieder nicht. Ey, das sieht so awesome aus. Mit diesen Klamotten. Weil er sieht auch gut aus, finde ich. Aber er sieht am besten aus. Von den Mädels auf jeden Fall. Von den Kerlen auf jeden Fall Eisen. Das passt voll. Ey. Gut, nächster rote Stufe, Stufe Rot Gegner. Hm. Rote Stufe Gegner. Hm. Boah, ehrlich.
Oh, dämpfe Rolle, Piratenstil. Bum, bum, bum. Weil mich ziehen voll eine mit den Haken an, ab, ey. Ja, tut doch weh. Sehr cool. Ich finde das geil, dass sich die Frisuren immer so ändern und so. In den ganzen Kostümen. Den ganzen Teils aufspielen. Das hat irgendwie was. Gut. Du bist ganz schön groß, aber ich bin auch ganz schön stark. Du bist aber noch schwächer als letzte Viech. Komm her, willst du eigentlich? Mach ich platt. Was bist du anfällig? Erde. Eisen. Naja, Boom und. Boom und. Upsala. Ja, okay. Ja, sehr gut. Noch mal ehrlich. Und mich stört dann so, dass die Gegner immer so oft abwehren und ich manchmal nichts machen kann. Soll ich nach meiner Stufe 2 mich gerade mal einsetzen? Und die anderen irgendwie mittendrin abwehren, meine Angriffe abbrechen. Da kotzt mich an. Boom. Schon leicht tot, ne? Kein Problem. Autsch. Sollte das etwa wehtun? Ich sag dir mal, was wehtut. Noch mal. Wikinger Lapiset. Oh, du bist sofort. Frisches Papier, Boom und Schuss. Wenn ich nur Erfahrungspunkte kriegen würde, dann würde es noch besser machen. So, aber wir kriegen wenigstens den ganzen Jahr Punkte für unsere Ausrüstung. Zwei Schwierigkeiten, die ist gestartet, beim Ersatz von Seelenbrechern Seen einzubehalten. Ja, ja, das hätte nützlich werden können im Laufe der Zeit. Mitre Speer, oh, den haben wir noch gar nicht gesperrt. Blump. Okay, nur noch der. Boom. Mitre Talisman. Warte, da fehlt irgendwas. Aber ich den bevorzugt, egal. Gut, langsam, aber sicher. Gut, hier muss ich noch einen Baum finden, fällt mir gerade ein. Wer ist in diesem, nee, der ist gar nicht da. Okay, das ist ja da unten links, das Ding auf der Karte. So einen, so ein Boss schaffen wir hoffentlich noch. Geh weg, Gott verdammter Dreck. Sogar erreicht. Oh. Boom. Boom. Weg sind sie. 88 fast. Oh, diese Bäume werde ich natürlich auch noch mittendrin suchen. Werden wir durch die Gegend düsen. Warum nicht? Oh Gott. Ich meine, ein großes Gebiet hier ist. Ich werde den Baum doch hier nie finden. Finde ich aber froh, nicht überall diese, diese Emotionslosigkeit herrscht. Nach dem Ritual der Unterdrückung von Nominat. Mein Gott, ich habe so weit alle gewonnen, Schotter, der. Okay.
Wesen kriegen wir hier Dingspunkte. So, du hast auch schon wieder alles, ne? Ja. Ja, Geschwindigkeit von Ausrüstung, bitte. Wo sehen wir es denn? Nirgendwo. Okay. Joink. Rom, 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 rom. Kommst du denn auf einmal, ja? War zeig mal ganz kurz die Glazite, die ich bekommen habe. Ach stimmt, ich habe ja so eine noch bekommen. Hahaha. Also nur die Fähigkeit, ne? Ist nicht jeder irgendwie diese Fähigkeit, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, einige Charaktere können auch irgendwie, ja, oder alle Charaktere können bestimmt auch irgendwie so Fähigkeiten freischalten, die ich bekomme, wenn ich irgendwie, weiß nicht, genug Sterne habe in meiner, all meinen Arts, oder? Oder träume ich? Keine Ahnung. So, wo ist dieser verdammte Baum? Ich hasse Bäume. Bäume. Okay. Jetzt kann ich ein paar Seen noch mittendrin einsammeln. Joink. Das hat doch auch was. Joink. Finde ich gut, dass wir jetzt wieder hier durch die Gegend laufen können. Obwohl das jetzt nicht so spannend hier ist, was ich mache. Aber ich finde es sehr toll. Boah, 11 Stück waren das. Wie viele Punkte ich bekomme, wie viel Seelen, ey. Dann haben wir ja noch diese Dingens hier. Boom, dieser große Esser. Also ja, sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Wahrscheinlich sind in anderen Städten auch irgendwie so Nebenquests aufgetaucht oder so. Mal schauen. Aber wenn man daran denkt, dass ich irgendwie erst dieses Gebiet wieder freigeschaltet habe, nachdem ich jetzt hier in der Story vorangeschreitet bin, dann habe ich so das Gefühl, dieser Kannibalen-Dämon ist irgendwie genauso stark wie die Story-Bosse, wenn nicht sogar stärker. Also 78. Was ich jetzt nicht so toll finde. Und da ist es sogar. Also werde ich mich von dem wahrscheinlich erstmal fernhalten. Wenn ich wenigstens ein paar Level hier noch bekommen habe. Wo ist der verdammte Baum, ey? Aber nicht, der ist im allerletzten Gebiet, ey, leckt mich. Also wie Arschlecken. Lass mich ganz viermal am Arsch lecken. Kennt ihr das noch? Die blöden Tretassen, ey. Immer zweimal mehr wie du. Du bist dann auch wie irgendwie alles irgendwie hier, irgendwie bescheuerte Handyvideos runterladen konntest, ey. Ich glaube, der Frosch besoffener Elch und all sowas, ey, das fand ich, war der größte Mist aller Zeiten. Also so noch nie so ein Handy-Typ oder so, und dann sende Elch an, weiß nicht, Elch 3 an, was weiß ich. Und dann kannst du dir irgendwie ein Video von so einem blöden Elch hier, der stille Nacht singt, hinterladen, ey, das war der größte Mist, den ich hier gesehen habe, ey. Jetzt nicht das Video an sich, sondern allgemein alles irgendwie, was damals angeboten worden ist, ey. Aber naja, jetzt sind diese, was ist jetzt modern, jetzt sind Fidget Spinner moderne, verstehe ich auch nicht. Das ist ein Ding, da kannst du zwischen deinen Fingern halten und dann kannst du daran drehen, was soll das? Verstehe irgendwie den Dings nicht daran, den Faszination daran. Ah, was soll's. Ich war sowieso noch nie hip und cool oder so. So, und jetzt genau hier ist das. Was irgendwie innen ist oder so, da hat mich sowieso noch nie interessiert oder so. Ja, und ich habe meine Sachen gemocht, nicht was alle anderen gemocht haben. Also gut, wo muss ich als nächstes hin?
mal irgendwie da hingehe. Warum ist jetzt hier wieder Musik? So, ich wollte eigentlich nicht. Ach, die Dinger sind nicht. Eine Ding, das ist ohne. Eine Ding kann ich unendlich mal. Hier habe ich noch nicht den Baum. Ist doch bestimmt hier irgendwo am Anfang direkt, ne? So, hier das Ding habe ich, das weiß ich, weil hier bin ich mal extra hingegangen. Und jetzt ja auch noch den Baum da, da ist er sogar direkt hier in der Nähe, ey. Gezeichnet, ey. Wir holen uns jetzt überall diese verdammten Bäume, ey. Wir werden jetzt nicht sehr viel storymäßig irgendwie hier voranschreiten. Wir werden jetzt erstmal viel Offscreen-Zeug machen. Weiß, vielleicht kriege ich ja irgendwann, wenn ich das hier alles mache. Ich all die Dinger finde. So, die Frage ist jetzt, ist hier irgendwas? Da. Pff. Ah! Oh! So, ein Ding schaffen wir jetzt nicht mehr. Ein Mini-Boss. Und hier rüber. Sieht fast so aus. Nee, das ist nur eine Sackgasse. Ja, okay. Karte geht da nicht weiter, also ja. Eigentlich Sinn. Hier ist nirgends so aus, das kann ich irgendwo immer. Ja, da kann ich in der Mitte irgendwie, kann ich irgendwie überspringen, aber. Hi, tschüss. So, hier habe ich das Ding. So, da habe ich gesucht. Hier so einen Typen, der mir sagen kann, wo Stufe Rot Gegner sind. So, was haben wir denn? Menschen. Ich glaube, die beiden könnte ich noch schaffen. Egal, Eisspitzen. Na, das glaube ich, da kann man nicht hin, ne? Tempel von Palamedes ist ja da, wo war. Hier noch ganz schön viele übrig. Serienmörderbaum. Mein Serienkillerbaum. Lass mal hier mal kurz machen. Ich will mal Dingens sehen. Stufe 4. Halt. Ach, Dings wollte ich. Ich wollte das hier eigentlich machen. Und von hier haben wir nicht die zweite Mystikart gesehen, ne? Oh, sehr gut. Bitte was? Das ist eine Attacke von Luke. Stellt auf der Abyss, Alter. Da war Lost von Drive. Das sah aber genauso aus, der Angriff von Luke. Windnorm in Anzug Eisen. Warum krieg ich für Eisen Klamotten? Ja, noch mit Anzug Magelo. Magelo. Cool. Ja, und hier können wir auch noch weitermachen, anscheinend. Boah, was hätte ich da noch mal für eine Strategie? Warte mal. Versucht die Ostgrün irgendwie noch mal herauszufinden bei den früheren Stufen. Dann versuchen wir mal hier den Rekord zu knacken. Da müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, Ballons irgendwie so schnell wie möglich erledigen. Gucken wir mal, ob ich das schaffe in dem nächsten Part. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich wieder, weiß ich nicht, ein paar Monster hunte und weiß ich nicht, anderes Nebenszeug mache. Mal schauen. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge. Wenn der Part gefallen hat, dann bitte hinterlasst doch einen Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und tschüss.